und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute geht es wieder ums Thema Conan. Und zwar beginne ich mit dieser Folge eine Reihe von vielen Folgen, die euch beim Battle Pass helfen sollen. Und zwar, wenn ihr die Tab-Taste drückt, dann seht ihr die Herausforderungen, die angezeigt werden. Und ich habe schon so ein bisschen vorgearbeitet. Eine Herausforderung davon ist Leichen töten. Ich habe, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, mache ich das Ganze jetzt im Admin-Modus. Ihr könnt das natürlich in jedem Modus machen, wie ihr möchtet. Und zwar, was sehr wichtig ist dafür, ich habe mir jetzt ein Altarium-Hackmesser geholt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr ein Hackmesser benutzen müsst. Soweit ich weiß, ich habe es noch nicht ausprobiert, geht das aber mit jeder Stufe von Hackmesser. Und zwar, die Aufgabe an sich finde ich ein bisschen komisch ausgedrückt. Wie soll man Leichen töten? Im Endeffekt, ihr könnt überall hinlaufen. Es funktioniert übrigens auch mit Tieren, das habe ich schon mal ausprobiert. Könnt ihr überall hinlaufen, die Leute einfach abstechen. Dann schaltet ihr auf das Hackmesser um. Und wenn ihr den richtig trefft und das zwei, dreimal gemacht habt, dann seht ihr oben rechts den Prozess 6 von 10 bei mir jetzt. Dann ja, kriegt ihr die Sachen. Hier in dem Fall könnt ihr die Sachen dann nochmal im Nachhinein einsammeln. Also wenn ihr eine Leiche mal zerstückelt habt, ohne etwas einzusammeln, das ist nicht schlimm. Das könnt ihr dann auch im Nachhinein noch machen. Und wie gesagt, das funktioniert mit allen Gegnern, die wir generell hier drin haben. Ihr braucht einfach nur was zu töten. In dem Fall ist es jetzt ein Mensch oder waren es jetzt zwei Menschen. Weiterer Prozess ist auch wieder drin. Ich zeige euch. So, hier vorne haben wir jetzt einen, ja, ich sag mal, Lux. Den erledigen wir auch mal eben kurz. Nehmen uns das Hackebeil raus. Der möchte nicht erledigt werden. Der fliegt einmal umher. So, und oben seht ihr dann wieder Leichen töten 8 von 10. Was ich euch schon mal sagen kann, bei den Viechern hier, bei diesen ja, Steintypen, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, damit habe ich es ausprobiert, damit funktioniert es nicht. Also es funktioniert nicht mit jedem Gegner im Spiel, aber so kleinere Gegner, so wie diese katzenartigen Wesen, sage ich jetzt mal, Panther und so weiter, mit Menschen, mit Hirschen sogar auch, also wenn ihr die erledigt, ist das alles kein Problem. Da braucht ihr nur das entsprechende Tier bzw. den entsprechenden Gegner zu töten und dann mit dem Hackebeil das Ganze eben einzusammeln. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und schaut euch doch das nächste Video zur Serie an. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.